Und ich hoffe, auch bei mir geht alles. Ja. Ha! Das wollen wir doch mal sehen. So. Ich mach dich jetzt eh sowas von fertig. Können wir jetzt einfach rausziehen? Ja, schon längst, ey. Ich bin sowas von heiß. Okay, wollen wir runterzählen? Ja, zähl du mal runter, du. Ja, dann zähl ich vielleicht mit. 3, 2, 1. Hör auf, hinterher zu zählen. Ich hab dir gesagt, ich zähl mit, Mann. Du sollst nicht hinterher zählen, du sollst mitzählen. Ich hab nur. Bei 2 hab ich mitgezählt. 3, 2, 1. Go! Los! It's me, Mario. Willkommen bei Last Cops Destruction Derby Mode. Heute. Mama mia! Heute bei Rüdiger, der übermotiviert ist. Wuhu! Ja! Das ist so. Ja, zeig doch mal deine Übermotivation! Ich lass jetzt gerade den Platz dafür! Ich zeig dir jetzt mal, was ich hier. Okay, Rüdiger, wähl doch mal die Mission aus! Los, geht gleich los! Sag, was wir spielen! Schon 9 zu 2, haha, hab ich schon im Sack hier, nix da! Jetzt machen wir nämlich mal Shuttle Clear und dann zeig ich dir mal, was die Stunde geschlagen hat! Shuttle Clear war hier links, ne? Shuttle Clear war ziemlich links, genau. Also, ah, hier gleich neben der Nebenmission, bei der Mission mit dem Backslasher, sehr gut, ja. Das mache ich mit dem Backslasher als Handicap. Ja, klar! Das wär jetzt echt mal geil. So, also wie ihr seht, wir machen einfach ganz spontan weiter. Wir brauchen ja nicht jedes Mal eine ewig lange Instruktion. Wir schnacken ja auch gerne beim Spiel miteinander. Und wie ihr sehen könnt, ist eine Zeit von 54 Sekunden zu schlagen. Unser lieber Freund, der uns die Safe-Datei spendiert hat, liegt bei 58,4. Sei. Ja. 54? Was habe ich mir dabei ausgesucht? Wieso? 54? Aber 58,4, so schwer scheint das ja nicht zu sein. Es kommt mir aber gerade extrem wenig vor 54. Ich habe immer gedacht, ich muss 52. Steht auch der TST-Version. Ja, das stimmt. Bei der Paul-Version klingt eine Minute schon ganz anders, muss man einfach mal sagen. Also wenn da irgendwie so eine Minute und ein paar zerquetschte sind. Das stimmt. Ey, wieso bleibt mein Emulator? Es ist Zeit für Shuttle Platin. Okay, Shuttle Platin. Was macht dein Emulator? Er macht ab und zu mal den Ök, ich bleib mal kurz hängen, aber jetzt läuft er wieder. Gut, macht er das öfter mal gerne bei dir, ja. Das kenne ich noch aus gewissen anderen Let's Play. Ja gut, fangen wir einfach an. Wenn du Lust hast. Willst du damit etwas sagen, dass meine alten Let's Plays nein, natürlich! 3, 2, 1. Go, meine Ente quietscht! Wie geht das Spiel eigentlich nochmal? Ich habe das so lange nicht mehr aufgenommen mit dir. Letztes Mal haben wir 2 Parts einfach auf einmal aufgenommen. Also irgendwo hier hinten war doch schon mal der Heini gewesen, oder? War das nicht irgendwie so gewesen? Ja, ist gut, ich hab verstanden. Wo ist denn der Typ jetzt nochmal? Ich glaube, ich hab schon verkackt. Rüdiger, ich glaube, ich hab schon verkackt. Ich hab ihn schon gefunden, ist ja geil. Ich weiß nicht, wo er ist. Moment, guck mal, ob ich. Ich hab ihn tatsächlich gefunden, ich konnte mich noch dran erinnern. Okay, ich hab ihn auch gefunden, jetzt kann ich neu starten. Wir müssen das aber precise versuchen, Rüdiger. So. Also nicht, dass du es gleich beim ersten Mal schon schaffst jetzt so, ne? Oder eigentlich schon halb trainiert hast. Ja, ja klar, als ob ich irgendwas beim ersten Mal jemals geschafft hätte. Das sind noch 3000 Fuß, Rüdiger, was soll ich tun? Rüdiger. Ich hab keine Ahnung, du musst einfach precise sein, das ist das Einzige, was mir übrig bleibt, richtig. Glaubst du, das hilft, precise zu sein? Ich glaube ja. Die sagen ja immer, man soll es precise versuchen. Ja, aber sind wir denn auch precise genug für sowas? Weil keine Ahnung. Deshalb fehlt uns, dass wir dieses precise sein, so doch so ein bisschen, ne? Irgendwie schon, wir sind einfach nicht precise genug. Ich weiß nicht, was ich für eine Zeit habe, aber es müsste relativ nah dran gewesen sein jetzt. Okay, hast du es geschafft? Ich guck mal, ich habe... Nichts. Nein, 55,6. Ah. Heiße Scheiße, Rüdiger, was hast du getan, ey? So doof bist du doch. Hast du jetzt einmal die Chance gehabt, weißt du? Ja, das bloß, du hast es schon geschafft. Nein! Ich hab's nur durchzudrehen. Ich muss fragen. Ich schaffe nichts. Ich bin Team-Stop, ich schaffe nichts. Team-Stop ist wieder da. Scheiße, ich habe total den Mist gebaut. Ich bin jetzt 5 Meter zum Donnerfaust hingelaufen. Team-Stop hat das geschafft. Ich habe nicht mal annähernd die Zeit geschafft. Wollte ich mal sagen. Bin ich gut. Bin nicht mal die andere Zeit geschafft habe. Finito. Ich habe fertig. Finito? Ich finito. Ich habe nichts geschafft. Du nichts geschafft? Ich habe nichts. Okay. Ich nichts schaffe. Mal neu. Ich muss auch nochmal neu anfangen, weil... Oh Gott. Oh Gott. Rüdiger, ich habe finito. Ich habe nichts geschafft. Ich denke Spaghetti, aber Macarino nicht da. Okay. Ich will nicht haben. Ich kein Macarino, nie Geld haben, nur Pasta. Ja, das sagen unsere Schuldner auch immer. Die bei uns auf die Stadtkasse gehören. Nix Geld, nix Geld. Nix Geld, weißt du, die haben.
direkt am Rüdiger. Nie Geld, wo Geld? Sag Geld, Geld auf Straße, nix Geld auf Straße, Rüdiger. Kein Geld. Rüdiger, ja. Kein Geld. Auf kein Geld, nie Geld. Rüdiger, nie Geld auf der Straße, nie. Nie Geld auf der Straße. Ja, ja, auf jeden Fall. Nie Scheiße. Geld. Ich nie doch, Geld. Nein! Ja! Was? Scheiße, wir haben 3 Millisekunden passiert! Was? Hast du es geschafft? Ich hab's! Gut. Ich war so knapp dran, ne? Ich hatte irgendwie jetzt 330 Millisekunden zu viel. Ich hatte 50,1 jetzt. Egal! Herzlichen Glückwunsch, Rüdiger, zu deinen 8 zu 3. Gut. Danke! Bitteschön! Okay, wir fahren weiter. Die nächste Mission dauert mehr Diamant an. Leg mich! Das kann nicht dein Herz sein! Echt? Okay, wir machen Diamanten, wenn du das willst. Die Zeit ist gegeben von 2 Minuten 35. Du machst mir gerade echt Angst, du willst nicht wirklich... Bist du bereit? Wie heißt Diamanten? Diamond Sense? Genau. Oder wie? Moment, ich muss gerade mal gucken. Ich bin jetzt hier gerade beim Magma Peak. Wie bist du da hingekommen? Keine Ahnung. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich will nicht Diamanten machen. Okay. Das war nur ein Scherz, was denkst du, was ich vorhabe? Keine Ahnung, vielleicht. Nee, aber schön, dass du mal gewonnen hast, Rüdiger. Mal. Ja, dass du jetzt mal abholst. Aber ich muss doch mal wieder zurückholen, ich will wirklich Diamant anmachen. Jetzt doch, ja? Ja. Okay. Meinetwegen, ich habe noch eine halbe Stunde, also von daher. Ja, ich weiß nicht, also ich kann das nicht für einschätzen, wie gut ich daran sein werde, aber ich denke, die Chancengleichheit ist dort sehr gut gegeben. Das ist deine Frustmission, das ist die Mission, die ich niemals geschafft habe in meiner Kindheit. Von daher passt das schon. Auf jeden Fall, jetzt muss ich den nur noch finden, ey. Wo ist denn das? Das ist relativ weit unten versteckt auf dem Planeten. Unten rechts auf dem Planeten. Diamond Sands, da habe ich's, ja. Okay. So, wollen wir? Gehen wir's an, okay, warum nicht? Ich meine, das wäre mal interessant. Alter, der Typ hat eine Minute über der Platinzeit gebraucht, das macht mir Angst. 3, 2, 1, los! Precise. Das ist halt nochmal das Problem, ja, man musste immer hin und rüber fahren, ne? Aha. War denn nicht sowas gewesen? Okay, gut. Hin rüber und Gedöns und alles und... Also gut, ja gut. Das schaffen wir ja, ne? Wir sind ja gute Blaskopf-Spieler. Wir sind ja trainiert. Ja, absolut, wir sind die Besten. Ja, würde ich auch sagen. Also außer natürlich Luke Millard, weil Luke Millard, ne? Ja, klar. Das macht ja auch nichts, ne? Das ist halt einfach Luke Millard. Das ist einfach, ja. Der schafft das sowieso alles mit einem Streich, also den stellen wir auch gar nicht in Frage oder so. Er macht hier irgendwie die 3 Gebäude erstmal so mit einem Rutsch, mit einmal sliden, macht er sie weg und dann... Ja, weißt du, der kann doch keine Schmerzen, weißt du, dem ist das alles egal. Der kennt keine Schmerzen bei sowas. Mit einem Slide? Wieso mit einem Slide? Keine Ahnung, ich würde ihm zutrauen, dass er das macht hier, so einmal geslidet, so richtig precise, ja? Ja, so macht das so richtig precise, meinst du? Ja, ja. Dann habe ich, glaube ich, jetzt schon einen taktischen Fehler gemacht. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, man muss die beiden Gebäude links gleich mal auf einmal wegmachen, damit man nicht so oft rüberfahren muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier mache. Ich weiß nur, dass ich mich die ganze Zeit im Kreis drehe. Wie nix. Das geht mir gerade auch so. Also, irgendwie, es fühlt mich ein bisschen verarscht gerade von dem Spiel. Wieso machen wir eigentlich Diamond Sands? Bist du eigentlich behindert? Wieso hast du dich von abgehalten? Keine Ahnung. Ich habe. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich sogar selber gerade Bock drauf. Ich weiß nicht, ich fahre hier nur die ganze Zeit gegen Gebäude. Macht wieder den Rüdiger eigentlich hier gerade. Oh, da! Hä? Oh, ich hab mich gerade in die Gleise reingeklitscht. Das habe ich ja gerade auch irgendwie geschafft, aus irgendwelchen Gründen. Wieso? Was war denn? Ich komme nicht mal mehr über den Anfang der Mission hinaus. Nicht so wie beim Let's Play, beim zweiten Versuch geschafft hier. Nee, ich mache irgendwie nicht mal den Anfang hier gerade weg. Oh, mir fällt da schon der LKW hier rein, also. Wow. Okay, so lange warte ich gar nicht. Das ist irgendwie. Das ist. Ich muss die Mission erstmal einmal machen. Erstmal muss ich es einmal machen und dann kann ich weitersehen. Das stimmt natürlich. Weil ich kann das. Ne? Das ist, glaube ich, sogar echt klug und precise, das so zu machen. Außerdem sollte ich mich nicht so oft hier festglitschen in den Gleisen. Das ist vielleicht auch nicht so precise von mir. Ja. Dass ich das so mache. Vielleicht hätte ich mir was anderes überlegen sollen. Vielleicht sollte ich. Try something else, oder wie? Wie sagt er? Irgendwie sowas sagt er, ja. Ja. Wieso Warning? Ey, fick dich. Warning, hast du auch Warning? Ey, you forgot something! Aber wieso? Wieso? Was ist da? Ach, da hab ich echt was stehen lassen! Du bist ja ein Idiot, bist du ja. Es explodiert. Wieso hab ich da was stehen lassen? Ich hab nicht auf den Fall geachtet. Macht nix. Rüdiger, wir haben ein bisschen Zeit noch. Weißt du, ja. Manchmal kommt die Zeit, da denken wir sich so, ja gut, Blaskopf, ein bisschen Diamant anlaufen, weißt du, dachte ich mir so. Mhm. Dann passt das schon.
jeden Fall. Also, das ist das Ding schon über mir. Hallo, Mr. Blaskopfwagen. Ich glaube, ich bin schlecht. Hast du es schon geschafft? Nein. Wie soll ich das schaffen, Mann? Bist du verrückt? Entschuldigung. Ich muss fragen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich hier schon Probleme, die Optimus. Okay, ich habe die Mission wenigstens schon mal geschafft. Okay, das ist doch schon mal gut. Das war doch schon mal precise. Das ist doch schon mal precise, ne? Und ich war sogar besser als der Typi gewesen. Das war doch auch schon mal viel wert. Oder nicht? Auf jeden Fall. Besser als der Typi zu sein. Wie viel Zeit muss man nochmal? 2,35? 2,35, ja. Du hattest jetzt wie viel? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Ich hab's echt vergessen. Ich war ein bisschen besser als der andere Typ da gewesen. Okay. Ich hab mal irgendwann mal so gesehen gehabt, dass Leute das echt mit einem Schlag hier alles wegkriegen können. Ja, und das macht mir Angst. Das braucht man auch. Ich glaube, das musst du auch zwingend für Platin machen. Das Boah, kriegst du auch einen Turbo-Start hin? Nein. Nein. Oh, das ist ja schade. Ach Mann. Ich meine, weißt du, geht hier auf einen Turbo-Start, Rüdiger? Ich weiß es nicht. Die Ampel erscheint zwar nicht, aber der Ampelton erscheint ja. Insofern. Das ist ja merkwürdig, ne? Weiß ich nicht, ob ein Turbo-Start überhaupt. Aber ich muss ganz ehrlich zusagen, die Platin-Missionen habe ich mir selten angeschaut, wenn andere Leute sie gemacht haben. Die Carrier-Missionen zumindest. Nur sowas wie Skyfall, weil ich da irgendwie die beste Taktik rausfinden wollte. Ja. Geht am kürzesten, geht am schnellsten eigentlich. Ja. Ach, Kollision, ja. Kollision, okay, kannst vergessen. Hab ich auch gerade gedacht. Das ist irgendwie. Ich mag die Country-Musik, ich bin ein Country-Boy. Okay. Also, Rüdiger, bist du echt ein Country-Boy? Aber ich darf nicht gleich von Anfang runter rüberfahren, da verliere ich ja schon mal eine Strecke. Ich muss mehr precise sein. Ach, verdammt. Ach, du fährst direkt am Anfang rüber? Nein, mach ich nicht, das war dumm von mir. Das habe ich mir gerade gedacht. Ich muss mir jetzt so ein bisschen deine Taktik raushören. Ja, ich merke das schon, aber du wirst von mir nichts irgendwie Helfendes lernen, weil ich mache irgendwie nur Scheiße. Scheiße kann auch zum Erfolg führen. Ja, das mag sein, aber meine Scheiße nicht. Manchmal muss man aber auch Scheiße bewerten, Rüdiger. Stimmt, ey. Ja. Komm, jetzt mach doch mal den Gastank kaputt. Macht er nicht, hat er keinen Bock zu, Rüdiger. Ich fahre gerade ganz rückwärts gegen, es bringt nichts, schade. Okay, nochmal neu. Das ist nämlich die einzige Taktik, die ich noch weiß, dass du das zweite eigentlich gar nicht selber zerstören brauchst, weil du dafür die Gastanks hast. Naja, du musst die untere Seite trotzdem noch zerstören. Na ja, gut, die untere halt, ja genau. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich viel schneller ist oder ob es nicht einfach schneller ist. Ich glaube schon, dass es schneller ist. Ja, ja, ich meine, wenn du richtig Pro-Gamer bist, weiß ich nicht. Ach, was mache ich eigentlich? Wieso habe ich diese Mission ausgewählt? Aber wenigstens ist es schön angenehm. Wenn wir nur geradeaus fahren und. Also. Ich mag die Country-Musik einfach, das ist so. Schön. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, eigentlich ist es auch ganz schön, dass wir die Mission gemacht. Können wir ein bisschen schnacken? Auf jeden Fall! Ja. Auf jeden Fall. Wir müssen uns gar kein bisschen konzentrieren oder so. Ne? Und ich muss auch keine Angst haben, dass du innerhalb der nächsten 10 Sekunden fertig bist. Das ist alles wunderbar. Wieso? Ja, ich hab doch nur einmal auf die Starttaste gedrückt. Er denkt sich jetzt, nö, ich öffne das Menü zweimal. Okay, jetzt habe ich mich in die Gleise geglitscht. Okay. Wabby, so eigentlich? Mach die Musik die ganze Zeit. Rüdiger. Mach die ganze Zeit. Wabby. Hast du das nicht aufgepasst, dass die das die ganze Zeit machen? Ich finde das vor allem interessant, weil wenn man bedenkt, dass hier eine nukleare Katastrophe droht, dann finde ich diese fröhliche Musik schon sehr interessant, muss ich sagen. Das könnte sehr interessant werden, meinst du? Ich fahre die ganze Zeit an den Gebäuden vorbei, ey, anstatt sie zu schlagen. Ja. Ich mach so, yeah, ich reiß euch fast ein, aber ich fahre wieder dran vorbei. So ungefähr. Ich bin gerade so übel schlecht in dieser Mission geworden, ich wundere mich gerade. Das ist. Ich habe sie noch nicht einmal geschafft bisher. Macht nix. Wir wollen ja Platin erreichen. Ich bin froh, dass es kein Ultra-Platin ist. Oh Gott, ey, wenn der Typ mal noch eine bessere Zeit vorgelegt hätte. Ja. Das wäre krass. Das wäre übel geworden, du. Wenn wir irgendwie Bad Leech Safe oder sowas bekommen. Ja. Bad Leech Safe auf einmal, ja, ist klar, ey. Das wäre übel. Das wäre der Hammer gewesen. Das ist echt übel geworden. Ja, Bad Leech. Der hätte erstmal vor, oder? Oh Gott. Das will ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich will mir echt gar nichts vorstellen, glaube ich, heute. Nee. Erkenne ich auch nichts heute.
mein Stuhl quietscht. Wow, finde ich gut. Ich glaube, das kann ich schon wieder vergessen. Also, oh, ich muss unbedingt preciser werden. Ja, ich auch. Das Problem ist, dass ich die ganze Zeit beim dritten Gebäude an diesen Scheißgebäuden vorne dranhängen bleibe. So weit komme ich noch nicht mal, Rüdiger. so weit denke ich noch nicht mal, Rüdiger. Ah, okay. Ja, mittlerweile habe ich eine ganz gute Taktik für die ersten beiden Gebäude gefunden, aber ab dem dritten hänge ich momentan. Also, du hast die Mission bis jetzt noch nicht einmal fertig gemacht. Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Weil du mal Warning oder wie? Ja, also zweimal ist er mir schon explodiert, aber die meiste Zeit habe ich abgebrochen. Warum? Weiß nicht. Ich verstehe immer, wenn du etwas vergisst, dann sag ich, you asshole something oder sowas, verstehe ich immer. Ich weiß nicht, irgendwie höre ich immer eine Beleidigung raus. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Aber wieso sollte er mich Arschloch nennen? Weißt du? Ich verstehe nur something. Ja, you fuck up something oder so, ich habe keine Ahnung, weißt du. Ich verstehe irgendwie immer eine Beleidigung. Ich denke mir so, warum sollte er mich beleidigen? Gibt doch gar keinen Grund zu. Die sind alle ein bisschen angespannt. Nukleare Katastrophe halt oder so. Deshalb muss er mich gleich als Arschloch bezeichnen. Na klar. Okay. Ja, wieso ist jetzt schon wieder der Pfeil? Ich wollte gerade sagen, da müsste doch grün sein. Video muss mehr precise sein. Ja, wieso muss man auch gleich 5 von den Dingern zerstören? Kann mir das mal einer verraten? Von welchen? Von diesen langen Gebäuden. Da müssen natürlich gleich 5 sein. Ne? Das ist unglaublich. Ich hab mich wieder in Bahnschiene festgeglitscht. Das ist unglaublich. Das finde ich auch unglaublich. Das finde ich fast schon traurig irgendwie. Ja. Wenn man denkt, dass du einfach nur versuchst, hier die Welt zu retten und dann... Ja, eben. Das ist immer dasselbe. Weißt du, wir können sich nie zufrieden geben. Oh nein, wieso sind da Kisten? Ich denke, du hast sie schon fertig gemacht. Nein. Aber trotzdem, aber wo sind da Kisten an der einen Stelle? Kannst du mir das mal erklären? Was soll die da? Hier gleich am Anfang sind da so eine Kisten. Die machen mir so schön die Rübe kaputt, weißt du? Ich weiß, was du meinst. So, 6 von 8. Okay, ich glaube, ich muss jetzt rüberfahren auf die andere Seite, oder wie war das? Muss gar nicht. Kannst. Wow, wie weit ist denn der LKW schon? Immer weit. Man kann es nicht schaffen, du. Wir machen gerade Platin bei Diamanten, falls du es vergessen haben solltest. Ja. Ist ja nicht so, dass die Mission nicht schon schwer genug wäre, eigentlich zu schaffen. Also. Ja, ich dachte, wir machen es noch ein bisschen interessanter. Geht ja schon, irgendwie. Ja, so, es war ja bisher alles viel zu leicht. Ja, eben. You asshole in the something. Immer irgendwas mit Arschloch. Kollision? Wieso? Kollision imminent. Ich hab's geschafft und diesmal war es besser als. Also nicht Platin, keine Sorge. Aber ich war hast besser als in meinem Let's Play. Ich hab seine Zeit um 10 Sekunden in meinen Unterboten. Ja, ich weiß nicht mehr, was wir aus dem bieten kann. Ich bin jetzt bei 3,25, das ist schon mal was. Ja, das ist gar nichts eigentlich, weil du immer noch extrem viel Zeit brauchst. Darf ich das nochmal sagen? Das ist für immer noch 50 Sekunden drüber, das muss. Bin ich auch zuerst drüber gefahren, wieso mache ich das? Weiß ich nicht. Das ist deine Taktik, die hat mir jetzt so im Kopf gesteckt irgendwie so. Ja, ich auch. Wie soll ich denn 50 Sekunden schneller das noch machen? Weiß ich nicht. Machen wir einfach. Okay. Hey, du kriegst es ab? Nö, kann ich nicht. Ja, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Weil ich immer in der Bahnschiene feststecke. So. Gute Bahnschiene. Weißt du, was hier interessant wird? Ja. Bei mir bleibt die Musik immer stecken. Ja. Bei mir läuft es jetzt flüssig. Bei mir war es vorhin so, dass der Emulator immer mal wieder kurz Rackel, Ruckel, Rickel hat. Ja. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt hat er sich eingekriegt. Allein schon Rickel, Rackel, Ruckel. Reckröck, sag ich nur. Reckröck. Deine Katze, ey. Die beste Katze. Die beste Katze, das geht, ey. Immer Reckröck. Was macht sie Reckröck? Ich weiß nicht, wieso. Sie ist einfach total bekloppt. Ja, ich glaube auch, ey. Bahnschienen, ey. Auf der echten Konsole bleibst du niemals so in den Bahnschienen, ey. Was ist das für eine ROM, ey? Ja, so eine echte gute. Ja. Ey, fassbar. Unfassbar. Unfassbar, ja. Das regt mich auf, ja. Das ist, So, ich fahr jetzt einfach nur noch von vorne gegen MRI. So. Ich krieg die letzte Kiste nicht reingeschoben. Das ist so blöd, mit diesem Monster-Truck schieben zu müssen, die Kisten. Ja. Das ist total unprecise. Das ist echt total unprecise. Du kannst sie einfach nicht precise schieben. Also. Ja, das ist wahr. Ich kann ja nichts precise schieben mit dir.
Gott, ey, ach, hör doch auf, ey. Ich gebe auch nein für mich nicht. Ich gebe das voll. Das wäre mal was Neues für dich gewesen. Voll frustrierendes Spiel. Weiß nicht, wie man das schaffen soll. Das wäre mal was Neues für dich gewesen, Alter. Ja, ist echt so, du gibst nie auf. Ich wäre fast schon ein bisschen enttäuscht, wenn du aufgeben würdest. Nein. Aber auf der anderen Seite wäre es bei dieser Mission ein bisschen verständlich, weil wir haben ja noch nicht. Wir haben ja erst bisher eine Monster Truck Mission gemacht, muss man ja dazu sagen. Wir sind ja noch gar nicht eingeübt. Also. Ich wünschte, wir wären auf dem Mond. Oh, geil. Oh, das wäre auch schön. So richtig schön rumglitschen und irgendwann schafft es einer von uns, oder? Ja. Oder auf dem Neptun. Die Neptun Mission ist sowieso die geilste. Ja, schon. Die ist ganz gut. Die ist ganz gut, Rüdiger. Da gebe ich dir recht. Oh ja. Ja, oh ja. Natürlich gibst du mir recht. Tut das? Ist das so natürlich? Natürlich. Alles andere wäre total... unprecise. Ja, richtig. Du weißt schon, was genau was ich... Ach, er kennt einfach meine Gedankengänge. Deswegen liebe ich diesen Kerl einfach so. Also, ja. You asshole in the sound. Sagt er mir einfach wieder, weil ich so ein Arschloch bin. Was ist dein Problem, ey? Wieso beleidigt er mich immer? Ich habe keine Ahnung. Ach Mann, du sollst nicht das Gebäude kaputt machen, das bringt dir nichts. Das ist gar nicht betroffen. Ja. Ich werde mir das noch überlegen. Vielleicht ist dein Typ ja auch einfach noch ein bisschen schlauer als du. Ja, vielleicht denkt er sich, dass die Explosion des einen Hauses auch dafür sorgen würde, dass die andere Hälfte... Ich weiß gar nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Müsste ich vielleicht auch mal probieren. Aber das ist ja kein Gastank, das ist ja einfach nur... Das Gebäude bricht ja einfach nur zusammen. Da entstehen bestimmt keine Schockwellen, die dafür... Ach, egal. EMP-Schockwelle aktiviert. Entschuldige. Was willst du da machen? Wärst du dann precise genug? Dann wäre ich, glaube ich, richtig precise. Ja? Ja. Die Preciseheit der Schockwelle würde mir so eine Kraft geben. Oh, ich weiß nicht, wie ich das kaputt machen würde. Ich bin froh, dass wir beide so gut in dieser Mission sind, was ich ganz ehrlich sage. Wieso will ich denn das Gebäude kaputt machen? Das kann ich mit den Gastanks kaputt machen. Oh, hör einfach die Waggy-Musik, Waggy. Hat dir das geholfen? Ja, das hat mir sehr geholfen. Ich steck schon wieder in den Banshee fest. Das ist schlimm, das liegt an dieser ROM, ich sag's dir. Scheiß ROM, ey. Scheiß Gamepad. Ja, das kommt noch dazu. Scheiß Gamepad, scheiß ROM. Das ist scheiße auf der Welt. Ich muss sagen, bei dem Spiel wirkt sich das irgendwie überhaupt nicht aus mit dem Gamepad. Das ist irgendwie... Da geht das, weil... Da habe ich nicht mal die Ausrede, weil es läuft eigentlich so ganz gut. Es sind echt sogar bei diesem Spiel seltsamerweise sanfte Bewegungen möglich. Naja, eigentlich nicht irgendwie. Aber bei dem Spiel macht's ja nichts, wenn du ein bisschen... grober bist, sag ich mal. Das stimmt, ja. Auf der einen Seite musst du zwar precise sein, auf der anderen Seite. Ja. Oh, dieses in den Gleisen hängen bleiben. Ja, also ich bin gerade echt ein bisschen am Verzweifeln. Ich weiß echt nicht, wie wir das schaffen werden. Wir haben schon 23 Minuten. Ja. Ja, wir haben ja noch 22 Minuten Zeit, Rüdiger. Das stimmt, und dann geht die Welt unter. Ja. Können wir nicht einfach ein DayZ-Endlos-Projekt machen? Könnten wir rein theoretisch machen, ja. Habe ich dir schon gesagt, dass ich 226 erreicht habe? Nur so am Rande gesagt. Also. Kannst du weitermachen, wenn du möchtest. Ich. Nee, ist nicht schlimm, nur gerade vor einer Minute. Ist noch nicht lange. Okay, finde ich gut. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Jo, tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Blast Corps. Steht 9:3. Und ja. Tschüss. Tschüss halt und so.